So. Was geht los? Kannst du auch normal reden? Nein! So, wir sind jetzt bei 60 Frames. Und was sehen wir denn? Wo gehen wir denn hin? Mitte, würde ich sagen. Okay. So, was sehen wir denn heute hier? Wir spielen zurzeit das Spiel Star Wars The Old Republic aus der Sicht eines wunderschönen Frontkämpfers. Mit seinen beiden Begleitern, wo auch immer die jetzt sind. Da ist einer. Jetzt müssen wir mal ein bisschen kämpfen hier. Den können wir mal beschützen. Ja, was machen wir heute hier eigentlich? Wir bringen euch das Spiel ein bisschen näher und... da ist so ein unheimlich widerlicher Saboteur. Ich würde jetzt nicht mal ruhig beschützen können gerade. Naja. Ja, warst du da auch? Ja, ich stand in der Mitte, ja. Ich glaube, das ist meine Vorwurf. Ey, hier sind auch richtig viele in der Mitte, das ist unglaublich. Ja, was wollen wir eigentlich noch machen? Wir wollen euch das Spiel ein bisschen näher bringen. Ein bisschen, wie das hier so tickt und so. Und ja. Jetzt wollte ich eigentlich mal ein bisschen Schaden raushauen, aber es ging nicht jetzt. Wir sind schon wieder nur zu 6, ne? Das ist egal. Ich bin nämlich jetzt gerade tot. So, wo seid ihr denn? Ich bin wieder in der Mitte und versuche die noch zu halten, dass es nicht tappen kann. Wo warst du denn da? Ich habe dich gar nicht gesehen. Ich bin gleich von vorne durch. Ich doch immer an vorderster. Paddy, wo läufst du rum? Ich bin in der Mitte. Okay, perfekt. Ja, erzähl doch mal irgendwas. Was sollen wir erzählen? Ich spiele hier meine sagenhaft Stufe 15 Schurken, die eigentlich auf Heiler gespeckt ist und versucht gerade mit der Schaden zu machen. Das könnte sich als relativ schwierig darstellen, aber wir werden sehen. Du sprichst ja ganze Sätze, was ist los mit dir? Ich weiß auch nicht. Manchmal kann man das. Manchmal ist die deutsche Sprache gar nicht so schwer. Paddy wird gerade um dich gewirkt. Dreh dich mal um und beschütze mich, dann kann ich dich heilen ein bisschen. Aber ich beschütze gerade Paddy, der da übelst gewirkt wird. Na, ist doch gut. Soll ich ihm alle blenden? Jetzt war der jetzt. Boom, boom, boom. Schade. Ich wurde unterbrochen. Ich hab schon gesehen. Ich hab einen Koltopack. Das ist eine neue Heilfähigkeit. Also, da ist jetzt nicht. Echt cool, dann hau sie mal rein. Hab ich gerade, aber irgendwie. Ich weiß ja nicht genau, wozu die gut ist, aber ich. Mal gucken. Heilung drücken hier. Oh Gottes Willen. Sie mich immer wollen, das ist der absolute Oberkracher. Aber ohne Spaß, dich würde ich auch wollen. So. Das auch geklärt. Und du so sagst, das kriegt Kali von dir. Ich habe jetzt immerhin schon 3 Heiligkeiten, das ist ja absolut schön. Na, du wirst jetzt langsam zum Heiler halt. Ich wollte gerade sagen, könnt ihr nicht mal drum machen? Ich hab sogar einen Kill gemacht. Juhu! Ach, Quatsch. Hätte sich einfach von dir töten lassen? So ein Noob, ey. Warte, ich heile dich. Ich kann. Und ich beschütze dich. Du bist also jetzt unbesiegbar. Ja, das vielleicht auch nicht, aber... Na, du bist so lange unbesiegbar, bis du dich hier in irgendwelchen Gebietsschaden reinstellst. Warte, kannst du mich heilen? Ach, schade. Sich wieder nur auf Niner konzentriert, ja? Ja. Wer ist ein Theseus, oder? Ich weiß es nicht genau. Frag doch einfach mal. Oh, jetzt wird's aber ganz schön eng hier für mich, du. Huiuiui. Der schwebt auch so komisch. Ich glaube, der wird schon wieder gebugwert. Oh, jetzt wird's eng. Jetzt haben sie jetzt getappt, oder? Jo, verdammt, getappt. Ich bin auch gleich wieder, instant down hier. Die Schwertkämpfe machen mich fertig. Ich schick mal meinen Gefährten noch weg. Schwuppdiwupp. Obwohl, ich könnte den eigentlich deine blaue Waffe noch bauen lassen. Ach, dafür hast du den beiden Zeit, ja? Ja, na klar. Ah, ich habe keine Rohstoffe mehr, um die zu bauen. Okay. Was muss denn der... So. Ah, Paddy liegt gerade auf dem Boden rum. Hier, Paddy, den hier hinten, der hier ist gut.
Hopp, tot. So, jetzt hier noch. Rauf. Alter. Paddy, du machst das gut mit dem Schadenfressen, ohne Mist. Besser als ich. Ey, du, der ist hier, der wird hier nur gefokust. Ja, das sind die Gelehrten an sich. Also, das sind einfach, das ist die Klasse. Oh, jetzt steh mal B, den Gebietsschaden, das ist natürlich nicht so. Ah, ihr seid ganz große Helden. Ach komm, Paddy, den schaffen wir hier. Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen den beiden Fähigkeiten? Das verstehe ich noch nicht so. Die eine kostet 20 Energie und die andere 25, aber die eine braucht nur so komische Aufladung. Das ist echt interessant. So. Ich benutze viel zu wenig mein Relikt. Das ist, glaube ich, mein größtes Problem. Ach, dein größtes Problem sind einfach die beiden, die gerade am Ärmel hängen. Wollen sie wieder Paddy? Oh. Es wären aber mehr, oder? Ich wurde auserkoren. Ich habe auch das Gefühl, wir bekommen hier nichts. Jetzt ist mal einer umgefallen. Ja, mit zwei Heilen ist es noch viel mehr. Es ist ja auch viel böser. Es macht noch viel mehr Spaß, ja. Ja, bloß, dass wir nichts hinbekommen, so in Richtung Spielgewinn, aber ansonsten. Das stimmt. Also Spielgewinntechnisch bringt das hier nichts, ja. Aber jetzt müssen sie beide umfallen. Natürlich nicht mein Kill, ne? Henrik, du kannst nicht immer nur Kills machen. So. Ja, endlich. Da war mein schneller Abzug. Ich glaube, ich muss wieder auf Damage hier zurück. Aber du, Paddy, wollen sie wirklich? Also ich kann dir nicht sagen, warum. Ich versuch mal zu tappen. Oh, Bona wurde besiegt, verdammt. Sie aufgepasst, ne? Toll. Nee, gar nicht. Ich war voll mit dem Tappen beschäftigt. Ja, wieso hab ich jetzt gerade. Achso. Das ist ja recht lustig hier. Oh, jetzt bin ich gestunt. Und ich habe einen neuen Freund. Ja, du bist halt relativ beliebt, ja. So, jetzt. Oh, ey, immer wenn ich versuche, meinen großen Gebietsschaden zu machen, wäre ich hier durch die Gegend gezogen und so. Ach man, ich bin von der Blitzgranate immer nur begeistert, ne? Mag mich irgendwer heilen? Ich kann gerade nicht. Ich bin gerade mit mir selber beschäftigt. Weil ich fress vom Paddy so viel Schaden, das ist nicht gut. Wupp. Danke, Paddy. Können wir mal. Warum? Ich verstehe eigentlich auch nicht, warum eigentlich der Heiler den ganzen Schaden denken muss hier. Oh, scheiße. Henrik, jetzt hat sie erwischt. Ja, naja, ich stand da vorne halt, aber. Lustig ist halt, da hackt einer einfach mal 3 Minuten auf mir rum und die anderen ignorieren das alle erfolgreich. Es tut mir ja schon leid. Ach, soll ich leid tun? Aber das ist wirklich unglaublich, wie Paddy den Schaden fängt. Jetzt bin ich nämlich umgefallen. Bitte echt getappt, das ist der absolute Oberbetrager. Ja, haben wir geschafft. Jetzt könnten wir das Platz sogar nochmal drehen. Das Ziel dieses Spiels ist natürlich hier oben. Dann am Ende noch was stehen zu haben, sozusagen diese riesigen Kanonen schießen jetzt auf das gegnerische Schiff. Und da wir 2 von den 3 Kanonen haben, haben wir eine größere Chance, dass am Ende unser Schiff noch steht, wenn das andere dann vom Himmel fällt. Aber steht unser Schiff eigentlich wirklich, wenn das andere dann noch fällt? Ja, das ist richtig. Oh, da tappt einer und ich habe ihn nicht unterbrechen können. Gesehen, aber ich konnte das nicht. War jetzt mein Fehler, ich hätte den unterbrechen können, verdammt. Dass das einzige dein Fehler war. Ja, das war wirklich mein Fehler, weil ich habe wieder nur gierig meinen Flächenschaden reingezündet, was völlig sinnlos war.
Das ist total, ich kann dich überhaupt nicht anvisieren, ne? Aber jetzt sind wir schon wieder dabei. Und Henrik, ich konnte dir jetzt ein Übermaß, wie hieß das Ding, Aufstandskreicher herstellen mit großem Erfolg. Ach Quatsch. Ja, also es hat jetzt gerade gecrittet, aber es ist leider noch nicht episch, deswegen haben diese Crits noch nicht den ganz großen Wert. So, beschützt. Mit dem Beschützenden kann man halt 50% des Schadens, den jetzt Bona fängt, umlenken auf mich. Dafür was, ihn dann insgesamt länger stehen lässt. Er heilt mich dann gleichzeitig noch und damit wird die ganze Sache sehr stark. Flächenschaden. Es reicht nicht, ich fall leider um. Also vielleicht mal ums Becken auf Damage. Oh, jetzt haben wir leider auch das Geschütz in der Mitte wieder verloren. Und werden jetzt wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich dieses Spiel leider verlieren. Ja, super. Ja, das ist wirklich... Vielleicht kann Paddy die Mitte tappen. Hab ich. Hey, gut gemacht, Tavi. Gut gemacht, Freddy. Sehr, sehr gut. Ah, stehen auch von der Position her ganz recht gut hier außen rum. Ich glaube, es wird mal Zeit, ein bisschen Schaden zu machen, ja. Oh verdammt, ich war wieder zu langsam. Sehr gut. Das sind halt ein nur aufpassen hier. Ja. Müssen wir schön halten. Vor allem müssen wir auch aufpassen, dass wir uns links nicht überrennen. Oh. Da siehst du, jetzt haben wir nämlich links verloren, weil wir links verloren haben. Sack getan. Hat überhaupt jemand angesagt, eigentlich, dass links irgendwas war? Nee, ne? Nee. Ehrlich, ey. Schaffen wir jetzt auch nicht mehr, das zurückzutappen, ne? Nee. Ich hab vergessen. Da ist nur noch ein bisschen Schaden machen hier. Ich will mal meine Harpune einsetzen. Aber leider haben wir das Spiel knapp verloren. Aber verloren ist verloren. Oh, ich bin aufgestiegen. Juhu. GZ. So sieht jetzt die Endabrechnung aus. Man abgezogen. Jetzt kann man noch den MVP verteilen, den Most Valuable Player, also den wertvollsten Spieler. Den habe ich jetzt in dem Fall Bona gegeben, weil mit 147.000 Heilungen das doch schon sehr stark war. Am Ende wird jetzt hier abgerechnet Tapferkeit, Auszeichnung, XP und Credits und je nachdem, ob man gewinnt oder verliert, variiert dies und je nachdem, wie viele Medaillen man gewinnt. Medaillen gibt es für verschiedene Sachen, wie man hier sehen kann. Ja, und das soll es erstmal auch von uns gewesen sein.